Grüß euch Leute, willkommen zurück bei The Asian Dynasties, dem DLC von Age of Empires 3. Ich glaube, wir befinden uns übrigens gerade in der letzten Mission der Hauptkampagne von China, also der Kampagne von China. Wir haben schon gut was an Truppen aufgestellt. Und ich denke sogar, dass wir mit dem Großteil unserer Truppen, ich werde mir jetzt hier noch eine Reservearmee anlegen. Also, ja, hier so ein paar Einheiten, falls wir gerade überrannt werden. Die erste Bannarmee ist Ende der letzten Folge fertig geworden. Ja, jetzt verpiss dich doch einfach mal, Drecks Shokunugo oder wie du heißt. So, auf geht's. Auf geht's, los geht's zum Angriff des ersten Dorfes. Weil wenn wir das zerstört haben, kommen auch weniger Einheiten, denke ich, die uns den Tag vermiesen wollen. Oh, nice, das ist Reichweite. Also das nenne ich Reichweite. Hilfe! Armee, greif ein! Also Armee, greif komplett ein! Wo ist der hier? Braucht seine Bombe! Gott, nein, ich brauche seine Bombe da! Geh in dein Dorf zurück, den Huan. Du hast nicht den Mumm, das mit mir zu tun. Okay, wir sollen alle Einheiten verwenden. Auch wenn da ein paar hin durchgehen oder so. Was ist eigentlich ein Kloster? Okay. Oh, keine Sau. Macht irgendwas, kämpft. Steht ja nicht nur blöd herum. Darauf reagiere ich allergisch. So, die Kaserne. Ah, da oben ist noch eine. Shit. Gut, wir brauchen mehr Handmörser, damit wir effektiver sind. Warum steht da ein einzelner? Egal. So, die nördliche Kaserne, die wird von den Truppen platt gemacht, damit, falls jemand so rauskommt, die sie auch gleich platt machen können. Oh, da oben ist nur eine Burg. Oh, shit. Okay, erst auf die Burg. Erst auf die Burg. Burg vor allem. Burg. Burg, Burg. Ja, genau. Achso, nee, das ist wurscht. Nein, das sind Feinde. Lasst meine Mörser in Ruhe. Lasst meine Mörser in Ruhe. Okay. Wir ziehen uns schon mal zurück. Gar keine schlechte Idee. Wir hier zerstören hier noch das hier, das Dorfzentrum. Wo denn? Shit. Mehr Einheiten. Mehr Einheiten. Mehr allgemeine Einheiten. Fuck, wir brauchen Rohstoffe. Okay, nice. Ja, die bauen schon wieder eine Hügelburg. Wollt sie mich eigentlich verarschen? Geht's weg von da. Gut. Sehr gut. Erstes Dorfzentrum weg. Das zweite wird noch ein paar Minuten dauern. Wir brauchen, ich glaube, wir brauchen eine 140 Mann starke Armee, die voll geheilt ist. Ich hoffe, wir haben den Heiler nicht verloren. Wir haben den Heiler verloren. Das ist ja nett. Fuck. Was stehst du hier so blöd herum? Mach irgendwas. Sammel Nahrung oder sowas. So, wir haben eine Armee nur aus Bogenschützen.
So. Eine Armee nur aus Bogenschützen. Und eine Armee für alles andere. Nur Bogenschützenarmee bleibt da drüben. Der Rest geht hierher. Wie viele Handmörser haben wir? 5 Stück, das ist noch ein bisschen wenig. Ich möchte gerne 6, 7 haben. So, einen von denen können wir uns nur leisten. Na, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was an Dorf. Auf jeden. Oh, Moment, wir können aber vielleicht ein Konsulat errichten, weil wir haben gut Export. Wir haben 510 Export. Das ist ja nicht schlecht. So, wir schicken uns noch Einheiten. Vielleicht noch ein bisschen Nahrung, weil wir haben gerade nicht allzu viel Nahrung. Weil wir brauchen auch Holz, um. Weil Holz sammeln wir eh langsam, aber Nahrung brauchen wir halt den größeren. Ja, komm, Holz. So, Bombe. Nice. So will ich das sehen. Ganz genau. Was? Achso. Sehr nice. So, die Handmörser gehen bitte in Bewegungsmodus. Auch wenn die hier momentan quasi einen Stellungskrieg abziehen. Wann kommt das Holz? Achso, erst nach den Keshki. Oder Keshiki oder wie auch immer die heißen. Nach der Kavallerie. Oh, die arbeiten hier noch lange dran. Ja, ich kann die immer noch unter einen Befehl bringen. Das heißt, wir haben zu wenig. Wir brauchen eine 50er Armee von denen. Und dann mindestens eine Armee und ein paar Leute von denen hier. So. Okay. Wir dürfen den nur nicht zu weit in den Süden lassen. Sonst könnte das ein paar kleinere Probleme geben. Und mit kleineren meine ich riesige. Dass sie zum Beispiel einfach mutwillig das Dorfzentrum angreifen vom Gegner. Oh, das sind sie gerade. Aber ja, perfekt schauen wollen. Keshiki, nee, diese komischen Türen. Nee, die Pikeniere auch nicht. Steppenreiter haben wir aber einige, oder? Ah, 5 Stück. Ja, mehr von denen. Nee, die sind so quasi die am wichtigsten sind aufzuleveln. Dann holen wir uns noch eine normale Armee. Und wir holen uns auf jeden Fall, wenn die hier fertig ist mit dem Holz, holen wir uns ein Dorf und ein Konsulat. In anderer Reihenfolge. Alles klar. Oh, wir haben schon wieder eine Bannerarmee. Ihr kommt dorthin, bitte. Ihr hier. Und wir haben mehr als eine Armee. Sehr gut, das heißt, wir haben eine Armee. Gut, wir haben 3 Armeen jetzt gleich. Einmal. Zweimal. Und. Alter, was machst du hier jetzt? Ihr geht's doch nicht in die Höhlen und meinst da irgendwie so ein bisschen. Als könnt ihr euch gleich wieder abschminken. Ihr kleinen Wichser. Ja gut, ein paar sind entkommen, aber. Was? Ja, jetzt wollen die da schon wieder irgendwie Bäume abschlagen bei mir. Sag mal, habt ihr es noch alle? Also wahrscheinlich eher nicht. So, dann schicke ich jetzt hier noch ein paar. Keine Ahnung. Von denen.
Achso, nee, ich brauche ein Dorf. Ich brauche definitiv noch ein Dorf und vielleicht noch ein Flammenwerfer-Trio. Oder Duo, es waren, glaube ich, zwei Leute. Was man nehmen wir da? Ronin Ninjas, wobei. Billigere Militäreinheiten, ja, komm. Wir haben 500, dafür kriegen wir sicher was halbwegs Anständiges. Oder? 500. Gut, wir kriegen 3 Reiter. Echt, wir kriegen 3 fucking Reiter. Na gut. Oh nein. Gut, nach dieser Angriffswelle. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Die Dorfbewohner mischen da mit. Bitte sagt, sie sind... Ah, die sind gut stark. Oh, die sind gut stark. Ah, okay, das ist okay. Ist okay, dass mich einiges an Export gekostet hat. Das finde ich jetzt gar nicht mal so arsch. So eine Armee schicken wir uns noch und dann würde ich sagen... Geht es schon ab. Alter, wo seid ihr da die ganze Zeit? Ja. Festungszeitalter. Ach, die haben jetzt das Festungszeitalter. Okay. Dann sollten wir uns ein bisschen beeilen, damit wir einen Vorteil behalten können. Außerdem bilde ich noch 2... Nein, okay. Keinen Flammenwerfer aus. Was, die haben schon einen von denen gekillt? Sag mal, wollt ihr mich eigentlich am Arsch lecken? Wie wär's damit? So, freikämpfen. Hier. Beziehungsweise hier. Ins Dorfzentrum. Ihr auch, freikämpfen. Ins Dorfzentrum. Beziehungsweise vorher. Vorher würde ich einen kleinen Speicherstand anlegen. Nicht, dass ich jetzt sterbe und... Das wäre nämlich doof. Spiel unterbrochen, ja, speichere. Schneller bitte, dankeschön. Und ihr kämpft euch auch mal dadurch. Wobei ich euch besser im Auge behalten werde. Okay, 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 das ist Arsch. Kritisch, okay. Oh, Huang macht auch gut Schaden. Du gehörst nicht in dieses seltsame Land, Kapitän. Je länger du bleibst, desto mehr unschuldiges Blut wird an deinen Händen kleben. Oh, das geht ja hier sogar halbwegs von der Einheitenstärke von ihm. Außer es kommen jetzt gleich 100 nach. Ich werde schon mal hier Ersatztruppen bereitstellen. Gut. Ja, nee, das... Also wie gesagt, wenn es nicht noch 50 Leute oder so bei dem kommen oder mehr, dann sind wir eigentlich gut dabei. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, keine Sorge. Er hat fast nur Dorfbewohner. Was macht eigentlich die weiße Pagode? Ach so, das ist das mit den Jüngern. So, Chen verpasst nicht den großen Triumph. Und Ende mit im Gelände. Na, die Paar werden euch auch nicht mehr helfen, ihr Schweine. Und damit... Würde ich sagen, war es das, glaube ich, schon mit den Schlachten dieses Aktes. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so viel hat er jetzt da echt nicht gehabt. Und tschüsschen. Du glaubst, du hast mich besiegt, aber da irrst du dich. Dies ist erst der Anfang meiner Herrschaft. Im nächsten Leben vielleicht, aber nicht in diesem. In diesem, ja. Das ist ein bisschen abgeschnitten. Meereswechsel.
Nimm Kurs auf die Heimat, Shen. Wir segeln nach Osten. Endlich! Mir kommt der verdammte Sand schon aus den Ohren raus. Es ist deine Schande, dass jemand von so großartigem Stand einen so gewöhnlichen Tod sterben musste. Entscheidungen geben einem Mann Größe, Kapitän. Nicht Familie oder Geld. Dann bin ich froh, dass du mich geführt hast, Jen. Das ist nicht mein Verdienst. Der Geruch von Schnaps hat mir den Weg gewiesen. Ist alles erledigt? Wir haben am Strand alle Spuren unserer Anwesenheit verwischt. Gut. Jetzt kann sich die Flotte in ruhigere Gewässer begeben. Heim. Hoffentlich erfährt niemand, dass wir hier waren. Ja, und aus dem Grund gab es da auch nicht großartig was an Beweisen, weil die halt alles abgewischt haben, also quasi alle Spuren ihrer Existenz vernichtet haben. So, und ihr seht schon, der letzte der drei Akte, und zwar Indien, steht bevor. Und auf den Akt freue ich mich besonders, weil ich mich an den so gut wie gar nicht erinnere. Also da habe ich wirklich bis auf eine Mission gar keine Erinnerungen mehr. Und diese Mission ist gar nicht mal die letzte, also von daher weiß ich da auch nicht so viel. Aber ich denke mal, ich glaube, ich werde euch jetzt einen Tag mal Pause gönnen. Das heißt, morgen kommt kein Part und dann kommt übermorgen dann wieder Indien, der letzte Akt von Age of Empires, weil ich meine, es ist momentan, wo ich aufnehme, der 16. Jänner. Und es ist gerade mal 2 Wochen her, dass ich das Let's Play gestartet habe. Und es schickt sich schon wieder dem Ende zu. Also das ging recht schnell mit meinem neuen Upload-Plan. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Age of Empires 3, The Asian Dynasties, dann mit Indien und dem Film Das Lauffeuer. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.